The magician did not expect this either. He looked to the right and left, confused. The trick worked, but he never wanted to lose it all. Irgendwie interessant, dass das Spiel überhaupt eine Geschichte hat, so gesehen. Und dass man mit einem Tuch eine Geschichte erzählen kann. Wenn es denn funktioniert. Come on, friss den Pylonen. So. Kann ich auch essen? Und kann man da runter? Nee, scheint wohl nicht so. Ist das ein Rätsel? Oder kommen die immer wieder zurück? Könnte ein Rätsel sein, aber dafür. Wahrscheinlich wohl doch nicht, weil es egal ist, welche Reihenfolge man das Ganze hier löst, wegnimmt. Ja, ist wahrscheinlich egal. Dann schauen wir uns mal an, was uns hier rechts erwartet. Trash Hero. One less car. Und jetzt? Wie geht's weiter? Was muss ich machen?
Das ist dann wohl doch auch nicht die Lösung. Das ist wirklich dieses Rätsel hier. Oder kann ich da eben einfach runtergehen? Komm schon, wir sind fast drin. Oder vielleicht die Lampe ausmachen? Sieht auch nicht so aus. Was ist die Lösung hier? I don't know. Ich verstehe gerade nicht, was ich machen muss. Hier gibt es irgendwie keine richtige Reihenfolge. Wenn ich das so sehe. Und irgendwie Hinweise gibt es ja auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie es hier weitergeht. Kann man die Straße hochfliegen? Das scheint wohl nicht zu gehen.
so, wait. Ich check, das Bild dort an der Wand ist unser Hinweis. Aber es ist irgendwie verkehrt. Zwei Dreiecke nebeneinander. Okay, ich glaube, ich sehe es. Das hier muss offen sein. Okay, das der Kreis und das andere Viereck geradeaus. Ja, darauf muss man auch erst kommen. Dass das wie eine Karte ist auf der Wand. Wow. Ja, und jetzt? Hä? Führt mich ja trotzdem nicht weiter. Da rein komme ich nicht. Sieht drüben jetzt was anders? Okay, es leuchtet. Interessant. Das Spiel lässt manchmal ein paar Fragen übrig. Oder offen. Wo ich mich dann frage, was ich machen muss. Weil ich glaube, es hat sich jetzt nichts geändert. Nee, natürlich nicht. Also was muss man machen? Okay. Die Löcher bleiben jetzt offen. Und das hat mir jetzt was gebracht. Rein kann ich da immer noch nicht. Und hier hat sich auch nichts verändert. Ich habe keine Ahnung. Ich kann da nicht rein. Ich kann da doch rein. Aber bringt nichts. Oder vielleicht bloß in die, die offen sein sollten. Also sprich das hier.
Komm. Ja, dann komm. Aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Das Fenster abdecken kann ich ja auch nicht. Dafür bin ich zu klein. Wie geht's hier weiter? Was hat's mit diesen Steinen auf sich? Sind die bloß hier, damit ich wachsen kann? Was auch immer mir das bringen soll. Wahrscheinlich muss man eben doch das Fenster abdecken, damit man da reinkommt. Aber ich glaube nicht, dass das möglich sein kann. Strange. Und jetzt hat sie hier schon wieder Steine. Und werde ich überhaupt noch größer? Und hier oben in das Licht fliegen muss ich wahrscheinlich auch nicht. Nee. So, irgendwas verpasse ich hier. Ich glaube, ich mache da kurz mal einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich irgendwie die Lösung auch herausgefunden habe. Ja. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Hat ein bisschen gedauert, bis ich irgendwie eine Lösung gefunden habe. Irgendwie ist es ein bisschen strange, da ich eigentlich das gleiche schon mal gemacht habe. Weil irgendwie sollte hier die Schaukel eigentlich kaputt gehen. Mal schauen, ob das jetzt klappt. Nee. Hat nicht geklappt. Okay, komisch. Im Video hat die Person gar nicht alles gefressen, so wie ich. So irgendwie. Mache ich da was falsch?
Komisch, komisch. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Warum das miese ist, ich glaube, das ist das letzte Level. Komisch. Ah, jetzt. Zwar keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe als vorhin, aber gut. Ja, hallo? Willst du mich jetzt verarschen? Stecke ich jetzt ernsthaft im Boden fest? Na, come on, please. Really? Oh Mann, das ist jetzt ärgerlich. Here we go again. Das ist jetzt echt ärgerlich. Auf jeden Fall. Ist ja egal, ich mache jetzt hier mal das Rätsel. Ey, die Errungenschaften sind so klein, ich kann das kaum lesen. Dann gehen wir jetzt einfach wieder hier rüber zur Schaukel. Ohne dass ich jetzt alles hier aufesse. In der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Ja, das war, glaube ich, schon falsch. Ich glaube, ein Stein muss liegen bleiben. So, jetzt aber. Und jetzt ist die Tür auch offen. Ja, dann hätte ich noch lange suchen können, wenn es nicht so funktioniert, wie es sollte. The rabbit was gone and forgotten. The people remembered only the cage.
Dominik Konechny. Konechny. Und das war's dann mit dem Spiel, glaube ich. Und da ist der Hase. Created by Dominik Konechny. Short Story. Vite Dvorak. Jan Thomas. Half Minutes. Half Music. Graphic Design. Das sind coole Credits, muss ich sagen. Wenn man so langsam runterfällt. Ins Nirgendwo. Thanks for playing. Hader. Oder auch, wie man das auch immer ausspricht. Ja, das war Hader. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, das war's. Ist ein interessantes Spiel. Interessanter Ansatz. War mal was ganz anderes. Die Stimmung ist manchmal etwas friemelig und nervig, dass ich halt ein Tuch nicht so verhält, wie sich ein Tuch verhalten soll. Aber trotzdem, ich würde sagen, ich glaube 5 Franken kostet das Game, kann man ruhig mal unterstützen, die Entwickler. Vor allem die Musik ist auf den Punkt gebracht, finde ich gut. Genau, kann ich empfehlen, finde ich nice. Hat auch etwas Entspannendes an sich. Und ja, von daher würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei einem anderen Video. Anderen Let's Play. Was auch immer. Auf dem Kanal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.